Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich will euch hiermit nur die ganze Basis zeigen, wie wir die aufgebaut haben bisher. Wie man sieht, wir haben eine ganze Mauer drumherum, da Stacheldraht, haben ganz kurz durch den Scope erkannt. Und ganz viel von den Gitter, um drauf laufen zu können, aber trotzdem noch nach unten schießen zu können, falls die Zombies durchkommen. Hier war ich auf dem Turm, also ich habe extra, haben wir hier einen kleinen Turm gebaut, wie man hier sehen kann, von dem man dann von Ecken aus auch runterschießen kann. Und hier sieht man eine Türe. Die Türe ist dazu da, um drüber laufen zu können, aber sobald die Türe offen ist, kann man nicht mehr drüber laufen. So eine kleine Variante, die wir uns mal abgeschaut haben. Und hier mein Garten, voll geil. Ja, und hier natürlich drumherum eine komplette Mauer, die man sich natürlich anschauen kann. Hier innen drin lauter Spikes und Stacheldraht. Falls die Zombies reinkommen, dann sind wir auf jeden Fall gewappnet. So, jetzt sind wir hier in unserem Keller. Wir haben hier unsere Mine sozusagen um einiges ausgebaut. Wir haben sie verbessert, wir haben sie vergrößert natürlich, klar. Wir haben ganz viel Metall abgebaut. Haben, wie man hier sehen kann, kleine Gänge gebaut. Und das ist jetzt nur der Anfang. Es kommt später, wird es noch besser. Und ja, da unten ein kleiner Rundgang. Wenn man hier nämlich jetzt weiterläuft, gleich drüber hoch, komm, auf, komm, ab, ab, ab. Da, komm, das kleine Stückchen noch. Jetzt gucken wir drum. So, ja. Genau, wenn man hier rechts geht, kommt man einen kleinen Gang, den wir schon hatten. So, vorhin haben wir ja schon vom Turm aus gesehen, so eine kleine Plattform in der Mitte. Das ist die sogenannte Sniper-Plattform, habe ich es getauft. Und von hier aus kann man auch nochmal die ganze Basis nochmal sehen, wie wir sie aufgebaut haben mit Spikes, mit den Gitter. Und puh, geht schon ab. Und darum jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Und lasst ein Like da, ne? Tschüss, tschüss. Ich verstehe gar nichts. Wie viel Nitrat habt ihr? Oh, Gottes Wille, du Penner. Was? 129. 26! Nicht so viel, Stefan. Ey, ich bin halt nur unterwegs mal kurz in so einem Stein hängen geblieben, ja? Bei mir sind es jetzt 176. Okay. Arschloch. Ciao, Bitch. Ich würde, glaube ich, zurücklaufen. Kevin, dann kannst du mir was abnehmen in dein Fahrrad rein. Stimmt, das können wir auch beladen. Ja. Hä, aber ich kann hier nur reparieren, abschließen, hupen und fahren. Oh. Ah, jetzt kann ich erst drauf zugreifen. Muss erst abschließen, okay. Storage. Oh, cool. Ich radel mal nach Hause. Mhm. Hey Markus, alles klar? Jo. Wie war das vorher mit mehr mit Bögen und so? Will ich jetzt chillig so ein Zombie mit der Armbrust killen, kommt der und haut halt mit der Pumpe drauf. Ja, wir müssen sparen. Ja, so Armbrustbolzen sind schon teuer. Absolut. Der hier sich von der Welt erwartet, ey. Schießt du schon wieder irgendjemand mit der Shotgun, ey? Ich hab auch irgendjemand schießt, Kurt. Ja, das war gerade nötig. Ich immer einen Knüppel nehmen. Nimm deinen Knüppel in die Hand, Blue. Wer sagt, dass ich das nicht schon hab? Halt, stopp! Wow. Ja, wir meinen jetzt gerade nicht beide den gleichen Knüppel.
gibt nur einen wahren Knüppel. So, okay. Okay. Chat XP, Blumen gischt ab. Nichts gekriegt. Waren ein paar Zombies. Blum, wie viel XP hast du jetzt gerade bekommen? Immerhin. 719. Ah, dann kriegst du genauso viel wie ich dann. Okay. Ist gut zu wissen. Die hat geschrien. Badum. Da kommen schon welche. Nordseite. Sollte man nicht mal nicht eine Außenbasis für die Schmelzen machen? Klingt nix. Okay. Auf dem zum zur letzten Stelle, wo der Spieler war. Achso, okay. Sogar ein Dicker. Ey, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Kommen viele, Digga. Ich hab ihn getroffen! Da waren Dicker, es kommen viele Dicker. So, ein Ding ist noch drin. Mehr kann ich nicht. Okay. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Schließ es wieder auf! geh auf das Schloss. Kevin, ich glaube, das war Schloss, mal dein Fahrrad. Hä, was für ein Schloss? Hä, ich verstehe das nicht. Ab geht's, Sock. Was für dein Fahrrad? Hä? Hab doch nicht gesagt, mein Fahrrad. Markus hat gesagt, dein Fahrrad. Was? Also, Markus hat gesagt, mein Fahrrad, sozusagen. Also, ja. Er hat gesagt, dein Fahrrad, aber er hat gemeint, es sein Fahrrad. Hä, was jetzt? Dreirad. Wie war das? Pass mal, vorher, pass mal auf mein Fahrrad auf. Tja, hätten wir eine Chemiestation, hätte jeder ein Fahrrad. Hätte, Fahrradkette. Müssen am nächsten Tag ins Krankenhaus nach Dios, weil dann suchen wir da mal nach dem Dings. Nach dem Fahrrad. Nächsten Tag müssen wir vorbereiten. Wir haben jetzt noch genau einen Tag bis... Ach, drauf geschissen, Alter. Wir brauchen keine Vorbereitung. Das machen wir ohne. Das machen wir im Krankenhaus. Hier, Verbandskasten. Das kann ich nur am Labortisch machen. Yeah. Was? Ja. Was kannst du überhaupt? Verbandskasten kann ich herstellen. Ich nehme mir mal nochmal Blut. Nein, ich bin krank. Kevin, bist du gesund? Natürlich bin ich gesund. Zapp dir Blut ab. Und danach ess ein bisschen was. Wie findest du meine Shotgun, ha? Rot. Geil. Das ist eigentlich das, was man braucht zum Reparieren von der Rüstung. Freddy, nimmst du jetzt deinen Compound-Bogen oder habe ich den umsonst? Ach, du hast einen Compound-Bogen gemacht. Jetzt haben wir schon 4 Nagelpistolen hier. Was war das? Oh, was geht ab? Das wird zusammengebrochen. Stefan? Hä? Hast du irgendwas zusammenbrechen lassen? Ich bin am Bedrock und hau gerade hier auf Steinen rum, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Alter, irgendwas ist runtergekracht. Ja. Hier war das Loch schon so groß. Das war nicht so groß. Welches? Das von der Gitter? Das hier. Das hier. Nee. Eigentlich. Aber da unten liegt doch nichts. Kleiner. Doch, da unten liegt was. Doch, da unten liegt. What? Warum bricht das auf einmal zusammen? Wahrscheinlich hättest du ein Update gemacht. Nein.
Genauso mittendrin, Update, zack. Alter, warum bricht mein Gitter auf einmal runter? Ja, wo ist die Kreisschlampe? Hier auf dem Berg. Alter, die Magnum ist völlig OP, Junge. Ohne. So hast du One-Hit gemacht. Ja. Kacke Schwein. Dann mach mal deine Gitter außen. Ich will jetzt wissen, warum meine Gitter hier zusammenbrechen. Ich weiß es nicht. So, ich mach jetzt mal alles, was möglich ist, okay? Jo. An Muni. Gottes Wille. Dreht man sich um, stand Blumen. Warte, warte. Damit muss man rechnen, Freddy. Warte, mehrere. Kevin, war das mit Munition sparen? Ich teste die Magnum zum ersten Mal, Alter. Die ist völlig okay. Verdammt, ich bin Spitzenreiter mit dem Blumen bei Tode. What? Ja, wir sind beide 8-mal gestorben. Kevin ist 7-mal gestorben. Und Stefan 0. Was? Das muss man ändern. Stefan töten. Ich hab 64 zu 0.